So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon Go. Wir haben uns erstmal ein gekühltes Paulaner aufgemacht. Hat der Ismo uns gerade reingeschmuggelt. Aus München. Wir stehen hier vor einer heftigen Arena. Guckt euch das mal an. Da geht's hoch in den Triple Cage von der WWE, TNA, was auch immer. Richtig brutal. Da drüben wird irgendwas mit der Wiese gemacht. Wahrscheinlich Rasen gemäht, keine Ahnung. Ich nehme jetzt mal kurz einen Schluck Paulaner. Wenn ich das dann hier abstellen kann, ist extra für die Paulaner-Dose so gemacht. Wir wollen jetzt eigentlich hier einen Raid machen, denn ich habe immer noch keinen Galar-Flagmon-Raid gemacht. Weißt du eigentlich, was ein Galar-Flagmon ist? Das, was hier ist. Hast du schon eins? Nein. Schon mal ein Raid gemacht? Nein. Generell in deinem Leben? Da bist du. Kennen wir uns? Hast du schon einen Galar-Flagmon geraidet? Ja, zwei. Zwei? Zwei Stück. Warum? Tja, dann braucht der Hannes das ja gar nicht mehr. Ihr seht, wenn wir hier reingucken, nämlich in die, falsch, hier in die Nearby-Liste, ne, da ist noch ein Schatten. Und 11.15 Uhr geht sogar ein 5er-Raid auf. Vielleicht ist das ja ein Regieis oder ein Regirock. Da könnte man da auch noch hin. Wir wollen jetzt den hier machen. Ich brauche den nämlich auch noch hier für diese Sammlerherausforderung. Das normale Flagmon haben wir schon. Lashoking und Lamus müsst ihr entwickeln. Und ihr müsst dieses Galar-Flagmon eintüten. Gibt es ja auch aus Feldforschungsaufgaben und so weiter. Dann kriegt ihr hier Bälle, ein Shirt, sonst was. Wir gehen mal auf den Raid drauf. Ihr könnt rein, ihr seid schon drin, sehe ich. Ich habe es schon aufgemacht. Ach du meine, die sind schon wieder fertig mit dem Raid. Ob ich den jetzt noch schaffe alleine? Wir drücken mal hier drauf. Zeigen euch ein bisschen noch mal was noch von der Umgebung. Hier ist noch so ein Busch. Hier ist so eine Treppe, da geht's runter. Zur Not, wenn ihr jetzt mehrere Handys gehabt hättet, hättet ihr das auch alles hier schön nebeneinander hinlegen können. Ist ja immer fein gemacht. Dann könnt ihr das sogar hier hinstellen. Könnt hier drücken, so machen wir das ja immer. Hier ist so eine Mauer. Hier geht's so hinten rein. Hier geht's so rüber. Die lässt dann schon wieder. Hier ist noch eine Treppe. Hier ist einfach so eine fette Allee. Da eine Allee, hier eine Allee, da der weiße Hai, die weiße Bank. Flagmon, Galar-Flagmon kann man glaube ich nur entwickeln, wenn man das als Buddy dann anlegt und 30 Gift-Pokémon fängt. Das wollen wir auch heute noch in der Folge machen. Erstmal gucken, wer das Beste aus dem Raid zieht, dann jeder als Buddy und dann entwickeln. Warum? Das wird richtig heftig. Oder wenn du es nicht entwickeln möchtest, kannst du mir deins tauschen, dann muss ich nicht noch ein Raid machen. Dann habe ich nämlich meins, was ich entwickeln kann und eins, was ich noch so habe. Das wäre auch genial. Warum muss man das entwickeln? Du musst gar nichts entwickeln, du kannst doch alles so lassen, wie es ist. Vor allem, wenn ich jetzt aber das Galar-Flagmon entwickle, zählt das dann auch bei den Entwicklungen für die Sammleraufgabe oder müssen das die normalen sein? Ja, weil Schlurp halt heftig der Boss ist, deswegen. Es ist auch schon tot, ich weiß den 100er Wert nicht. Das ist auch ein Einer-Raid. Es ist ein Einer, außerdem hat er Senf am Kopf und deswegen checkt der eh nichts mehr. Zwei goldene Himbeeren, drei Supertränke, 1000 Staub, 3, 5. Wie viele Bälle habt ihr? 22. 22? WP? Haben? Ja, weiß ich nicht, was hatten 689. Wir? 682. 693. Das ist das Beste. Da muss man jetzt aber ganz, ich hab schon gefangen, ganz gemütlich hier. So, wir stellen euch noch mal hier hin. Aha. Was ist denn? Ich kann mal diese komische Aufgabe da abholen. Wo wir hier das? Aber da ist nicht mehr drin. Warum stelle ich das eigentlich hin? Ich kann das doch einfach hier mit dem Daumen fangen. Also wenn ich treffen würde irgendwann. Wow, gut getroffen. Ja, jetzt kannst du dir das offizielle Flagmon-T-Shirt anziehen, wenn du es gefangen hast. Ja, das will ich nicht. Ist drin im ersten Ball. Fortschritt bei der Sammlerherausforderung steht auch da. Wir bewerten es mal. 15, 14, 12. Okay. Und das wollen wir dann gleich eigentlich zum Buddy machen. Müssen wir den hier mal wegpacken. Kumpel wechseln, Flagmon, ja, da war's schon. Flagmon reinpacken.
Und dann müsste es da dran stehen, 30 Gift-Pokémon. Gucken wir uns das mal an. Geht zusammen auf ein Abenteuer, genau, wenn ihr hier drauf drückt. Fange 30 Pokémon vom Typ Gift und dann könnt ihr das entwickeln. Lamus gibt's schon. Lashoking gibt's noch nicht. Wundert euch nicht, könnt ihr noch nicht entwickeln aus der Galar-Variante heraus. Den Rest von den Aufgaben werden wir dann aber, glaube ich, machen. Also Iswad seien sehr fertig, Hannes wahrscheinlich auch. Schon ewig. Ich muss dann noch Lamus und Lashoking entwickeln. Aber erstmal. Aber erstmal werde ich jetzt 30 Gift-Pokémon fangen und dann. Aber warum Raid machen, wenn du es entwickeln kannst? Also? Ja, wenn du nicht so viele Bonbons hast. Ja, hey, eigentlich dürft's aber nicht zählen, weil es ist ja das Zeichen dran mit entwickeln. Also dürft's für diese Aufgabe nur das Entwickeln zählen. Richtig. Echt? Ja, dafür ist das Zeichen dran. So, wir fangen jetzt 30 Gifts und dann kommen wir wieder. Guckt euch das an, der heftigste Spielplatz, den ich je gesehen habe. Dann kann man auch noch mitten durchlaufen. Das ist bestimmt ein Pokestop, ne? Oder zumindest eine Arena. Ich könnte ja mal nachgucken, aber ich bin immer noch auf der Suche nach den 30 Gift-Pokémon. Das sind schon zwei giftige vor mir. Und deswegen. Ja, da. Was? Eine Schlange. Oh. Retter! Dreh dich um. Arbok! Dreh dich um, komm. Hier. Schlange, auch hier Randy Orton. Randy Orton, grüß raus. Was? Kennt ihr ja nicht, hat der Ispo und Hannes mitgebracht und gegönnt. Ein Randy Orton Tanktop. Ja, mit Schwung aber. So, guckt euch die zwei Schlüpfer an, die sie hier oben hingehangen haben. Ich hänge euch mal kurz hier hin, denn wir haben jetzt die Pokémon fertig, die ganzen Gift-Pokémon. Ihr könnt natürlich auch Rocket Rüpel machen, das auch immer als Tipp, wenn man sagt, ja, ich finde, wie bei Dratini damals, ich finde keine Drachen-Pokémon, wo soll ich denn Drachen-Pokémon jetzt herbekommen? Ihr könntet natürlich auch Rocket Rüpel machen, wo es Dratini gab. Iswad gesagt, hier guck mal, da ist so ein, was hast du gesagt, wie heißt's? Ich weiß den Namen schon nicht mehr. Ein Pipikora ist da drin, da ist ein Pionskora auf jeden Fall drin. Pionskora, den können wir nämlich fangen. Das ist auch nochmal Typ Gift und können den mitnehmen. Irgendwie gefällt mir das Bild nicht. Diese ganzen Flecken durch den Schatten sieht auf jeden Fall komisch aus. Ja, das sieht gut aus. Pionskora auch hier, Käfer, Gift, nehmen wir mit. Haben jetzt 30 gefangen. Wenn wir jetzt hier drauf gehen auf unser, ihr seht, überall Schlupuk. Schlupuk, 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 Slimer, Slimer, Schlupuk, Slimer, zwischendurch auch mal ein Hornio. Haben wir jetzt hier unser Gala Fleckmon, entwickeln es zu Gala Lamus. Ist, wo willst du gucken, wie es aussieht? Guck dir das an. Jetzt drehe ich es extra rum, dass er gucken kann. Das sehe ich wenigstens nicht. Ich muss mal angucken. Oh je, das sieht ja ziemlich bunt aus. Ja, guck doch, zeig doch. Zeig doch da. Hör auf, da rumzuwühlen, Mann. Da ist er. Guck. Ey, wir müssen das alles wieder schneiden. Nö, das ist alles immer One-Take, wisst ihr Bescheid. Das ist jetzt Lamus hier mit seiner Knarre. Der sieht auf jeden Fall aus wie ein richtiger Gangster. Und jetzt fehlt mir wieder ein Gala Fleckmon. Aber Iswad hat gesagt, er findet den scheiße und deswegen will er mir seinen wahrscheinlich dann geben. Und so habe ich dann wieder Gala Lamus, Gala Fleckmon. Und das Gute ist, wir brauchen nicht nochmal männlich und weiblich und wir brauchen auch nicht nochmal Lucky. Denn wenn ihr die normale Form von Lamus habt, auch als Shiny, als Lucky, als sonst was, ihr seht das ja alles hier, das ist das normale Shiny von Lamus. Das ist das Gala-Shiny, was ihr euch jetzt schon angucken könnt. Und dann habt ihr hier die weiblichen dabei. Guck mal, das weibliche ist sowieso hier so orange, komisch Farben. Auf jeden Fall richtig genial. Kein Gala-Eintrag, sondern normaler Eintrag, andere Form. Nehmen wir jetzt hier mit, müssen aber für unsere Aufgabe, für diese Sammlerherausforderung, das Gala hat gezählt übrigens. Also hier das Lamus ist jetzt abgehakt, obwohl ich einen Gala-Lamus entwickelt habe. Okay. Wir müssen also noch einen Lashoking entwickeln. Dafür nehmen wir uns auch irgendein Fleckmon raus, was wir so zuletzt gefangen haben. 581, nehmen wir einfach das, entwickeln das jetzt hier zu Lasho
King, einfach ganz unspektakulär zwischendurch. In Kingstein gab es ja auch. Und holt uns das T-Shirt ab, zieht noch das T-Shirt an. Wir ziehen dann das T-Shirt aus. Ist, wo wir heute noch ein bisschen was drehen. Schönes Wetter. Ja, was drehen, hat er gesagt. Ihr habt das, manchmal versteht man ihn schlecht. 13.07, jetzt müsste die Aufgabe auch fertig sein. Wir können das abholen, 3000 EP. 30 Hyperbälle, ein heftiges T-Shirt, sogar für Frauen. Fleckmon Forever Shirt. Komm, das ziehen wir uns noch an. Wenn ich das noch finde, wo das geht. Shirts. Oberteile. Der rennt. Das sieht irgendwie viel cooler aus, oder? Das ist ja richtig groß und ja gut, er findet es richtig toll. Aber er hat nicht so viel Geld, deswegen muss er die Sparversion anziehen hier mit dem. Gibt's ja nicht mal einen Schlauch. Oh, guck mal, der hat seinen Schwanz im Mund. Alter! Das geht einmal rund ums T-Shirt und dann. Der sieht aber nicht aus wie Schlurp. Guck! Hier unterm Arm sieht man, wie der den Schwanz. Das ist halt nicht so pervers, dass so junge Zuschauer. Das hast du doch auch, das T-Shirt. Genial. Jetzt brauchen wir noch einen Fleckmann-Rucksack und alles. Ziehen wir uns auf jeden Fall an. Die Sammlerherausforderung hat auch gezählt. Das ist jetzt auch als Buddy immer noch drin. Das lassen wir einfach jetzt so den Tag. Jeder, der jetzt drauf guckt, sieht, der hat sein Ding entwickelt. 18 auf der Sammlerherausforderungsmedaille. Das war's mit dieser Folge, glaube ich. Was ist denn? Jetzt sie mir jetzt die Mütze, jetzt die schäbige Mütze aufsetzen, die hier rumgehangen hat. Außerdem ist sie übelst nass und feucht und trieft. Und deswegen hängen wir sie wieder hier hin. Das war's auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Und euer Iswo und euer Hannes. Der steht hier da mit seiner komischen Paulaner Spezi-Hose. Stay Spezi steht da nämlich drauf.